Beweglichkeit ist wichtig. Man kann gar nicht früh genug damit anfangen zu trainieren. Dennoch ist es sinnvoll, auch im Alter Beweglichkeit zu pflegen. Und das machen wir jetzt miteinander. Und Hacke, Spitze immer an derselben Stelle mit dem anderen Fuß. Und wechseln wieder. Und Hacke, Spitze immer an derselben Stelle. Und stehen, wir heben ein Bein mit der Zehe an. Hoch. Hoch und wir kicken, kick, 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 wie einen Ball, weg, kicken und von vorne, Hacke, Spitze. Anderen Fuß. Und Wechsel. Und anderen Fuß. So, das haben wir geschafft. Wir gehen in den weiten Grätschstand und belasten unsere Sohlen ganz ausführlich. Gehen Sie ruhig ein bisschen tiefer und schunkeln Sie. Und heben Sie ein Bein an, sodass Sie wieder die gute Fußbelastung finden. Und wieder schunkeln. Und wir drehen uns in Schrittstellung. Und wieder nach vorne. Und in die Gegenrichtung. Und kommen zur Mitte hin. Und von vorne, Hack, Spitze, Hack. Einfach tippen aus dem Gelenk. Anderes Bein. Und wechsel. In den Grätstand. Gut belasten und wir schunkeln. Und wir drehen. Und wir machen einen Schritt nach vorne. Und wir schwingen vom Körper weg, unseren Stock oder unseren Schirm oder unser Tuch, je nachdem, was Sie jetzt benutzen. Vom Körper weg und holen es wieder heran. Verlagern wir das Gewicht auf einen Fuß und kommen zum Fuß, zum Ausgestellten. Und verbinden das jetzt mit einer Drehung. Hinauf. Zum anderen machen wir das Gleiche. Und von vorne werden Sie immer weiter in der Bewegung und ziehen Sie dann Ihren Schirm wieder nah an den Körper heran. Weit hinaus. Und wir belasten wieder den einen Fuß. Und wir nehmen jetzt die kleine Drehung dazu. Tief. Anderen Fuß.
Sie werden immer länger, je öfter Sie wiederholen und spüren die Zunahme an Beweglichkeit. Und Mitte, und wir kreisen ganz weit, verlagern unser Gewicht von einem Fuß auf den anderen und ziehen hinauf und von vorne lang werden. Und ziehen Sie in der Körpermitte den Bauch ein und geben Sie wieder nach. Und verlagern und zum ausgestellten Fuß neigen. Und mit Drehung. Und da. Auf. Auf. Und wir wechseln. Und hinunter. Und aufrichten. Und mit kleiner Drehung. Und Mitte. Und wir kreisen. Und richten uns auf. Auf. Und noch einmal. Und kommen zur Ruhe. Und atmen aus. Sind klein, groß und lassen locker. Zur Beweglichkeit gehört auch ein gutes Reaktionsvermögen. Das wollen wir jetzt miteinander üben. Und Sie werfen den Schirm von einer Hand in die andere Hand. Weit hinüber. Und Sie werfen nicht nur, sondern Sie fangen auch. Und jetzt gehen Sie mal seit und seit und seit und seit. Wir nehmen den Schirm quer und werfen ihn einfach hoch und fangen ihn. Lassen Sie ihn in beide Hände gleiten. Jetzt wechseln wir die Handstellung und greifen den Schirm von oben beim Fangen. Gut, von vorne. Längs gehalten, von einer Hand in die andere werfen. Weit, weit. Werden Sie ruhig mutiger, aber greifen Sie zu. In die geöffneten Hände. Jetzt drehen wir sofort die Hände um. Nehmen eine Hand unten und eine oben und werfen hinauf und fangen wieder. Und wir geben ihn um die Taille. Schön weit herum und unter einem Bein durch. Nehmen wir erstmal nur ein Bein, jetzt das andere. Und abwerfen. Senkrecht haben wir den Schirm.
werfen ihn von einer Seite in die andere. Wie am Anfang. Jetzt sind sie schon perfekt dabei. Und wir geben ihn um die Taille. Und andersherum. Und wir werfen ihn wieder ab und fangen ihn. Und senkrecht halten. Und wir werfen wieder weit und verlagern dabei das Gewicht. Und stehen und geben um die Taille. Ganz weit und unter den Beinen durch. Und wir geben ihn hinter dem Rücken abwärts. Und wir gehen wieder nach vorne und werfen wieder hoch und wechseln jetzt ständig die Handhaltung. Einmal von oben fangen, einmal von unten fangen und jetzt ständig wechseln. Das geht jetzt ganz leicht. Und es geht wieder über die Höhe. Schnell. Wechseln, wechseln, wechseln und seit. Weg. Da, da. Weit hinüber. Und immer höher werden und länger dabei im Körper sein. Weg. Ja. Mit einem großen Bogen und weg. Und wieder die schnellen Schnappen und quer und um die Beine und hochwerfen, fangen. Wenn Sie bereits an Osteoporose erkrankt sind und sich kalziumreich ernähren, dann meiden Sie größere Mengen Kaffee oder Kochsalz, weil diese wiederum die Kalziumausscheidung anregen.